Willkommen bei Happy und Fit. Mein Name ist Uli und wir machen heute ein Bauchworkout. 4 Minuten, Sixpack to go. Wir machen 4 Übungen. Ich zeige sie euch mal. Die erste, da geht ihr in den Vierfüßlerstand mit geradem Rücken und überkreuzt dann eure Arme. Und die Übung besteht jetzt darin, dass ihr die Beine abwechselnd streckt. Das sieht jetzt sehr einfach aus. Ist aber eine Gleichgewichtsübung. Probiert es einfach aus, dann wisst ihr, was ich meine. Die zweite Übung, dafür gehen wir in die Stützposition und halten die für 20 Sekunden. Die dritte Übung, dann legt ihr euch auf den Bauch, gebt die Arme abgewinkelt, 90 Grad Winkel, neben den Kopf und hebt den Oberkörper und auch die Beine, so dass ihr die Spannung hier im gesamten Rücken und auch im Po-Bereich spürt. Halten wir auch für 20 Sekunden. Und die vierte Übung ist dann der Stütz auf den Unterarm. Das sind unsere 4 Übungen. Wir machen jede für 20 Sekunden, immer 10 Sekunden Pause dazwischen. Würde ich sagen, wir starten. Und zwar mit dem Vierfüßler. Die Arme über Kreuz und es geht schon los. Wir heben, strecken, die Beine abwechseln. Im zweiten Durchgang werden wir dann die Arme andersrum hingeben. Also der Arm, der jetzt vorne ist, wird dann hinten sein und umgekehrt. Jeder hat eine bessere Seite, wo er das Gleichgewicht besser halten kann. Pause. 10 Sekunden, dann geht es weiter mit der zweiten Übung, mit der Planke, dem Stütz. Machen wir jetzt auf den gestreckten Armen den Stütz. Wem das zu anstrengend ist, der geht auf die Knie, hat einen geringeren Winkel von den Knien zu den Schultern, aber trotzdem gerade. Also die Hüfte weder nach unten noch nach oben, sondern gerade. Pause. Wir können schon in die Bauchlage gehen, die Arme abwinkeln, neben dem Kopf und anheben. Sowohl den Schulterbereich als auch die Beine. Beine strecken und noch schön die Spannung halten. Ein paar Sekunden noch und absenken. Bereiten uns schon vor auf den Unterarmstütz und strecken den ganzen Körper. Durch dieses viele Halten und Stützen werden vor allem auch die kleinen Muskeln und um die Wirbelsäule gestärkt, die man sonst im Alltag eher nicht so trainiert. Auch hier kann man wieder auf die Knie gehen, wenn es zu anstrengend wird. Und wir sind schon bei der nächsten Pause. Die erste Runde ist durch. Jetzt kommen wir zur zweiten Runde. Wieder den Vierfüßlerstand. Und diesmal andersrum die Hände. Und wir strecken wieder abwechselnd die Beine aus. Schauen, dass wir den Kern, also Rücken und Bauch, schön angespannt haben. Dadurch können wir auch das Gleichgewicht besser behalten. Und sind schon wieder durch mit dem Intervall. Jetzt kommt die Planke, der Stütz oben mit gestreckten Armen. Und es geht schon los. Wir halten. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Wie gesagt, auch auf den Knien möglich. Dann die unteren Beine verschränken. Und wir halten. Atmen nicht vergessen. Und das ist schon wieder vorbei, das Intervall. Wir legen uns auf den Bauch. Die Arme wieder 90 Grad Winkel. Und wir heben Schulterbereich und die Beine. Halten. Wenn das zu wenig anstrengend ist, kann auch hinten die Ellbogen zusammenziehen. Schulterblätter zusammenziehen. Und absenken.
die letzte Übung, die Planke auf den Unterarmen. Dann haben wir es schon wieder geschafft. Verhalten. Auch hier Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Knie kann man wieder abstellen, gerade bleiben und auch hier das Atmen nicht vergessen. Gleich ist es vorbei, nämlich jetzt. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Mitmachen. Wenn ihr Lust auf mehr Intervalle bekommen habt, dann schaut doch einfach mal in unseren Fitness-Channel. Den könnt ihr auch abonnieren und so immer die neuesten Videos gleich mitbekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!